Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 14.001, flächendeckend Mängelmelder für ortsbezogene Hinweise einrichten. Ich eröffne die Aussprache. Und als erster Redner hat für die Piratenfraktion Herr Kollege Bayer das Wort. Die Uhr läuft schon? Nein, doch nicht. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mängelmeldende, ich vermute, Sie alle kennen Mängelmelder und sind vielleicht zunächst einmal skeptisch. Via Webformular, Karte oder Smartphone-App sollen Bürgerinnen und Bürger wilde Müllkippen, defekte Ampeln, Laternen, kaputte Spielplätze oder unbrauchbare Verkehrswege melden können. Sie kennen das aus dem Wahlkampf der Grünen in Berlin oder Sie kennen kommerzielle Webseiten oder Apps, die zwar versprechen, der gemeldete Mangel würde weitergeleitet und dann behoben, aber letztlich bleiben es oft unakzeptierte Servicewüsten, weil keine Gemeinde Lust hat, mehrere kommerzielle Mängelmelder in ihren Workflow zu integrieren. Zu Recht. Mängelmelder machen nur dann Sinn, wenn sie eine gewisse Verbindlichkeit haben und der Mangel auch behoben wird oder es eine Rückmeldung gibt, warum der Mangel eben nicht behoben werden kann. Inoffizielle Mängelmelder, egal von wem, können das nicht leisten. Offizielle Mängelmelder dagegen haben den Charme, das Leben für alle einfacher zu machen. Smartphone-Nutzende haben sich inzwischen an das Prinzip gewöhnt, dass sie immer und überall Dinge sofort erledigen können. Wilde Müllkippe oder defekte Laterne sehen, Foto machen, kurz etwas dazu tippen und fertig. Wer will da noch in der Warteschleife der Stadtverwaltung hängen und nach 7 Anrufen feststellen, dass am anderen Ende schon wieder der falsche Ansprechpartner war? Zumal die Bürgerinnen und Bürger oft an den fehlenden Rückmeldungen verzweifeln. Einige dieser Verzweifelten landen dann beim Petitionsausschuss des Landtags. Also, wir möchten, dass Mängel melden so einfach ist wie Snapchat oder Instagram oder Twitter, suchen Sie es aus. Wir möchten, dass eine öffentliche Rückmeldung erfolgt und man sehen kann, was bereits gemeldet wurde. Wir möchten, dass man sich dafür nicht registrieren muss, keine persönlichen Daten an irgendwelche Datensammler liefert. Und dass das Melden der Mängel aus verschiedenen Apps und Anwendungen heraus möglich ist, weil es eine offene, standardisierte Schnittstelle gibt. Wir möchten aber auch, dass dadurch die Arbeit in den Stadtverwaltungen und den Landesbetrieben einfacher wird, denn die bisherige Bearbeitung von Bürgeranliegen ist ineffizient und kostet Ressourcen. Mängel nicht oder zu spät zu beseitigen, kostet natürlich auch Ressourcen und auch da helfen Mängelmelder. Und Bürgerinnen und Bürger, die nie eine Rückmeldung nicht eine einfache Möglichkeit des Meldens haben, sind Unzufriedenheit. Das kostet Zufriedenheit. Mängelmelder sind der sichtbare Teil eines guten Anliegenmanagements in der Kommune und im Land. Und es gibt natürlich in etlichen Städten Nordrhein-Westfalens bereits offizielle Mängelmelder. Häufig sind dies allerdings nur ein zentrales Webformular oder maximal eine Eingabe-App. Das ist besser als nichts, aber stark ausbaufähig. Teilweise gibt es immer gute Ergebnislisten mit Informationen der Stadtverwaltung, was passiert ist, wie in Willich, Jüchen oder Karst. Und Gelsenkirchen, Hürth und Dormagen nutzen offiziell die Anwendung mängelmelder.de, der Wer denkt was GmbH, die dafür auch im Rahmen von Land der Ideen ausgezeichnet wurde. Wenn man dort aber zu einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen einen Mangel eingibt, kann man lange auf Reaktionen warten. Den aus unserer Sicht besten Ansatz pflegt die Stadt Bonn, die den offenen Standard Open 3.11 nutzt und auch die ansehnliche Anwendung anliegen.bonn.de dafür realisiert hat. Wäre es nicht gut, das in ganz Nordrhein-Westfalen umzusetzen? Zum einen für die Vernetzung. Oft ist zum Beispiel auch der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig. Zweitens zur Schonung der Ressourcen und zur Vereinheitlichung der Standards. Und drittens, damit Bürgerinnen und Bürger wissen, wo und wie sie in jeder Stadt den Mängelmelder finden und bedienen können, damit sie nicht mehrere Apps installieren oder mehrere Benutzerschnittstellen lernen müssen. Damit die Verbreitung und Bekanntheit auch über die Stadt hinausreicht, so wie bei den Rufnummern 110, 112 oder 115. Denken Sie sich, warum wurde die Rufnummer 115 eingeführt? Gleiche Gründe. Die Städte und das Land sollten sich dabei nicht
in die alleinige Abhängigkeit von Start-ups oder kommerziellen Dienstanbietern begeben. Mir fällt nämlich kein Geschäftskonzept ein, das dazu einer Win-Win-Win-Situation führen würde, wo alle von profitieren. Mängelmelder sind eine tolle Lösung und ein Beispiel, wie die Digitalisierung das Leben smarter und gerechter machen kann. Die Idee lässt sich nicht als Start-up umsetzen, die öffentliche Hand. Das Land muss hier eine zentrale Anlaufstelle, zumindest zentrale Schnittstellen schaffen. Am besten auf Basis offener Standards. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Dahn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Piratenfraktion beantragt hier ein zentrales und landesweit, ich habe verstanden, anonym nutzbares Internetportal einzurichten, über das die Bürgerinnen und Bürger landesweit Hinweise und Anregungen zu Straßen, Radwegen, öffentlichen Gebäuden oder sonstigen Mängeln einreichen können. Und die Meldungen sollen dann geografisch auf einer Karte gezeichnet sowie mit einem Foto versehen werden können und dann auch über mobile Endgeräte sowie Smartphones entsprechend möglich sein. Die Hinweise sollen entsprechend weitergeleitet werden an die jeweiligen zuständigen Stellen. Und Sie reklamieren hier heute, Herr Bayer, einen Bedarf oder auch einen flächendeckenden Bedarf. Ich sage Ihnen ganz offen an dieser Stelle, mich haben Sie hier nicht überzeugt. Auch mit Ihrer flammenden Rede hier im Parlament haben Sie mich nicht vom Stuhl geholt, sodass ich also Ihnen Beifall klatschen konnte und argumentativ konnte ich Ihnen nicht folgen. Ich sage das an dieser Stelle ganz deutlich. Meine Damen und Herren, auch der Piratenfraktion, wir sehen Ihren Antrag sehr kritisch, denn wir sehen noch nicht mal die Notwendigkeit dafür. Und ich frage ganz deutlich, was soll das? Was soll das? Wo ist hier eigentlich der Mehrwert einer solchen Plattform? Mal losgelöst von der Frage der Zuständigkeit, der Kosten und sonstiger Dinge, das lassen wir mal noch außen vor. Nach Ihrer Zielrichtung sollen ja flächendeckend Mängel gemeldet werden, die schwerpunktmäßig in kommunalen Zuständigkeiten liegen werden, denn es handelt sich um ortsbezogene Hinweise und Mängel. Aber die Bearbeitung und die Beseitigung solcher Mängel, etwa von verschmutzten kommunalen Spielplatz, schiefen Bürgersteigplatten oder einer defekten Straßenlaterne, liegt doch ausschließlich in Zuständigkeit einer Kommune, und zwar im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung. Und das, sehr geehrter Herr Bayer, ist doch wahrlich keine Aufgabe des Landes. Das muss man an dieser Stelle doch mal sehr deutlich sagen. Denn anstelle der Kommunen Beschwerden und Hinweise von Einwohnern, auch ortsfremden Personen zu steuern, mag ja so sein, aber da habe ich schon meine Zweifel. Dies ist ein Kernanliegen der Kommunen, nämlich die Beschwerden entsprechend abzuarbeiten. Viele Kommunen, ich weiß, dass er wollte das gleich auch ansprechen, wir bieten bereits auf Ihren Internetseiten Mängelmelder oder vergleichbare Systeme an. Denn Ihnen ist es wichtig, sich unmittelbar mit den Anliegen Ihrer Bürger zu kümmern und unmittelbar Abhilfe zu schaffen, um nämlich im Schadensfall zeitnah zu reagieren. Und ich sage Ihnen eins, Herr Bayer, nach meinen Erfahrungen ist jede Behörde nach wie vor per Telefon zu erreichen. Und darüber hinaus haben die Behörden mittlerweile fast alle einen E-Mail-Zugang. Herr Kollege Dahm, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Olejak würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Oh, da bin ich gespannt drauf. Vielen Dank, Herr Kollege Dahm, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie gerade eben ein tatsächliches Paradoxon aufgezeigt haben, indem Sie zum einen eingangs sagten, Sie sehen keinen Bedarf und zum zweiten sagten, sehr viele Städte, Gemeinden und Kommunen bieten dies an. Demzufolge nach widersprachen Sie sich gerade selbst, oder? Herr Kollege, ich hätte mir gewünscht, Sie hätten mir zugehört. Ich sehe überhaupt keinen Bedarf für ein flächendeckendes, landesweites Portal. Ja, also das ist originäre kommunale Aufgabe, dafür Abhilfe zu schaffen, wenn solche Mängel und Beschwerden da sind. Also insofern, glaube ich, habe ich mich auch sehr klar ausgedrückt. Sie wollten es nur nicht hören. Also, ich glaube aber, oftmals gibt es auch beim Beschwerdemanagement, das direkt beim Rats- oder Bürgermeisterbüro angesiedelt ist, schon hier entsprechende Einrichtungen. Sollte es, das haben Sie angesprochen, Herr Bayer, zu Mängelbeseitigung, zu Verzögerungen kommen, liegt das doch häufig daran, dass das Beschwerdemanagement manchmal kompliziert ist, aber hat doch andere Ursachen.
andere, einerseits sicherlich finanzielle, die dann möglicherweise für das eine oder andere nicht sofort um Abhilfe geschaffen werden kann, oder auch zum Teil eine Schnittstelle. Das müssen wir auch, glaube ich, hier ansprechen. Und ich glaube, wenn so ein landesweites System eingeführt werden sollte, ist das auch nicht gerade geeignet, die von Ihnen angesprochenen Mängel zu beheben. Die Einrichtung eines NRW-weiten Mängelmelders ist daher nur nach unserer Auffassung im Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden möglich. Und ich habe hier überhaupt noch nicht den Bedarf von Seiten der Kommunen, geschweige denn der kommunalen Spitzenverbände, wahrgenommen. Das ist für mich originäre kommunale Selbstverwaltung, die nehmen wir ernst. Und ich sage jetzt mal, greifen da auch nicht ein. Die Initiative zur Einrichtung eines flächendeckenden Mängelmelders im Sinne dieses Antrags sollte darüber hinaus, wenn von den kommunalen Spitzenverbänden oder aber von den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen selbst ausgehen, wenn sie denn so einen entsprechenden Bedarf überhaupt erkennen. Bislang, und das habe ich gesagt, können wir den nicht erkennen. Bislang habe ich den nicht gesehen und aus den Kommunen ist an uns nichts herangetragen worden. Ich will aber die Gelegenheit nutzen, auch noch mal auf die Gemeindeordnung hinzuweisen, Herr Bayer. Schauen Sie sich § 24 bis 26 an der Gemeindeordnung. Bereits da bestehen noch zahlreiche Möglichkeiten, sich schriftlich oder mündlich an die jeweilige Kommunalverwaltung zu wenden, wenn Anregungen oder Beschwerden vorgetragen werden sollen oder die entsprechend vorgetragen werden möchten. Also von diesen Instrumenten wird doch hinreichend und vielfältig Gebrauch gemacht. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile bewährt. Und das ist auch gut so, denn der direkte Draht zwischen der Bürgerschaft und dem Rat beziehungsweise der Verwaltung auf der anderen Seite einer Stadt kann durch ein landesweites System nicht ersetzt werden, das in seiner Konsequenz bürokratisch, teuer, intransparent und vor allen Dingen überhaupt nicht zuständig ist. Unsere Unterstützung werden Sie nicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dahm. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Tönnissen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, für den Investitionsstau in nordrhein-westfälischen Kommunen gibt es vielfältige Ursachen. Unter anderem zeigte die Anhörung zum CDU-Antrag Kommunale Investitionen stärken am 20. Januar 2017 auf, warum es einen Investitionsstau in Milliardenhöhe in unseren Kommunen gibt. Es gibt zu wenig Finanzmittel, es gibt zu viele kurzfristige Sonderprogramme, es gibt zu wenig nachhaltige und planvolle Investitionsmittel, es gibt keine ausreichenden Personalressourcen etc. Definitiv aber kein Problem der Kommunen ist das, was Sie, liebe Piraten, mit Ihrem Antrag für das Einrichten flächendeckender Mängelmelder für ortsbezogene Hinweise thematisieren. Die Kommunen oder besser die Beschäftigten vor Ort und auch die ehrenamtlich Engagierten und alle Kommunalpolitiker unter uns wissen das sehr wohl. Die wissen bereits heute, wo Mängel sind, wo es Reparaturbedarf gibt, wo nachgeschaut werden muss und was in ihren Kommunen los ist. Die Piraten erwecken aber den Eindruck, als wären Mängel in der Infrastruktur der Unkenntnis der Verwaltung in den jeweiligen Städten und Gemeinden geschuldet. Das ist falsch. Ebenso die Unterstellung, die heute damit befassten Stellen in den Kommunalverwaltungen, also das Hauptamt, und eben die Menschen, die vor Ort in den Räten, in den Bezirksvertretungen sitzen, wüssten nicht, wie es vor Ort aussieht. Das muss ich Ihnen leider sagen, ist vom kommunalpolitischen Alltagsgeschäft Lichtjahre entfernt. Und vielleicht sollten Sie sich mal aus der virtuellen Welt ein Stück herausbewegen und ins richtige Leben begeben und tatsächlich als Ansprechpartner für die Menschen vor Ort zur Verfügung stehen. Die verantwortlichen Stellen sind vielfach auf Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Das ist richtig, so schreiben Sie es in Ihrem Antrag und da stimme ich Ihnen auch zu. Verschmutzte Spielplätze oder auch wild entsorgter Müll, da sind die Hinweise aus der Bevölkerung richtig und auch wichtig. Aber die Hinweise gibt es ja, es gibt sie ja auch heute. Und es gibt bereits ausreichend Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger,
diese Hinweise auch bei den zuständigen Stellen anzubringen. In Ihrem Antrag unterstellen Sie aber, dass es diese diversen Möglichkeiten, die diversen Möglichkeiten, Herr Dahm hat sie vorhin teilweise aufgezählt, sich Gehör zu verschaffen, nicht gibt. Und auch das stimmt nicht. Ebenso trifft die Aussage nicht zu, dass entsprechende Meldungen häufig daran scheitern, dass sich die zuständige Ansprechperson nicht finden lässt. Also das ist mit Blick auf die kommunalpolitische Wirklichkeit auch eher weltfremd. Jede Kommune, jeder Beschäftigte vor Ort, jeder Bürgermeister und jedes Ratsmitglied ist über diverse Kanäle zu erreichen. Es gibt E-Mail-Adressen, es gibt in der Tat Telefone und es gibt sogar auch noch die Möglichkeit, Briefe zu verschicken und den Postweg zu benutzen. Der Investitionsstau besteht also nicht, weil die Kommunen nicht wissen, wo die Mängel sind. Und da frage ich mich, wie kann da ein zentrales und landesweit anonym nutzbares Internetportal helfen? Das verkompliziert die Dinge höchstens. Ein Internetportal, über das Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf einer Karte kennzeichnen und dazu noch mit einem Foto versehen können, was soll das bringen? Das mag nett aussehen, es hilft aber absolut nicht bei der Problembewältigung und es ist somit, da schließe ich mich meinem Vorredner an, überflüssig. Sie schlagen zudem ein Portal vor, das Zuständigkeiten völlig außer Acht lässt, das alles komplizierter macht. Und wir brauchen in Nordrhein-Westfalen kein zentrales und landesweit anonym nutzbares Internetportal zum Abbau von Investitionsstau. Wir brauchen sinn- und planvoll eingesetzte Finanzmittel, die die Kommunen dort einsetzen können, wo sie es für sinnvoll erachten. Es besteht kein Defizit über Kenntnisse der Mängel, sondern es besteht ein Defizit im Handlungsspielraum. Daher, das wird Sie jetzt nicht besonders verwundern, lehnt auch die CDU-Fraktion Ihren Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Tönnissen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe, lieber Kollege Bayer, mich ein bisschen gefragt, als ich Ihren Antrag gelesen habe. Er hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, was wir damit eigentlich jetzt anfangen sollen. Ich habe mich gefragt, ob Sie in der Piratenfraktion eigentlich noch miteinander reden, ob Sie die Initiativen, die es in diesem Bereich schon längst gibt, eigentlich kennen, ob Sie die mal zur Kenntnis genommen haben, ob Sie von Ihren Kollegen aus dem Innenausschuss schon mal beispielsweise über Open NRW und vergleichbare Initiativen gehört haben. Der Antrag liest sich doch so ein Stück weit und auch Ihre Rede hörte sich eben so ein Stück weit an, dass Sie sich in den Weihnachtsferien mal damit beschäftigt haben, was es alles so in diesem Internet gibt. Und dann sind Sie auf die Idee gekommen, Mensch, Mängelmelder sind eine feine Sache. Ich teile diese Einschätzung, dass Mängelmelder eine gute Sache sind, aber sie sind eben nicht besonders neu. Wir haben in den letzten Jahren, das haben Sie möglicherweise zur Kenntnis genommen, als grüne Fraktion ja sehr intensiv uns mit den kommunalen Angeboten im Netz beschäftigt. Dass Bonn gut ist, das haben wir schon vor 3 Jahren das erste Mal rausgefunden. Das haben wir im letzten Jahr beim Grünen Online-Check 2016 noch einmal bestätigt. Also das sind alles keine wirklich neuen Fakten. Und wir haben nachgezählt, von den 396 Kommunen gibt es derzeit, beziehungsweise Stand Anfang 2016, in 159 Kommunen Mängelmelder beziehungsweise Anliegenmanagement-System. Das bedeutet, einen gewissen Bedarf vor Ort gibt es durchaus. Es gibt aber eben nicht den Bedarf für die eine große Master-Plattform, die Ihnen da so vorschwebt. Man kann durchaus erkennen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Mängelmelder-Systemen. Einige sind aus kommunaler Eigeninitiative entstanden, einige sind selbst gebaut, einige sind mit kommerziellen Anbietern gemeinsam entstanden, einige dann auch im Kreisverbund oder mit den öffentlichen IT-Dienstleistern. Und dann kann man natürlich auch feststellen, einige dieser Systeme sind besser und einige Systeme sind schlechter. Man kann aber nicht an der einen oder anderen Stelle pauschal sagen, so wie das Ihr Antrag
auch unterstellt, und das finde ich nicht statthaft, diesen Vorwurf, einfach mal pauschal alles, allen Mängelmeldern zu unterstellen, dass sie den Datenschutz verletzen. Das stimmt nicht. Das stimmt sowohl bei kommerziellen nicht als auch bei kommunalen nicht. Auch da gibt es jeweils große Unterschiede. Also das kann man alles so pauschal nicht beurteilen, wie Sie das dargestellt haben in diesem Antrag. Ich frage mich ganz ehrlich, warum soll das Land eigentlich für eine zusätzliche Struktur, die dann oben drüber oder quer zu allem irgendwie liegt, sich noch engagieren? Warum soll das Land dafür noch Ressourcen bereitstellen? Weil dieses Instrument Anliegenmanagement oder eben griffiger formuliert Mängelmelder, das ist breit eingeführt, es ist verankert. Kommunen, die das machen wollen, die machen das. Und die Kommunen, die das nicht machen wollen, die das nicht in ihren Workflow integrieren wollen, die haben das bisher eben nicht getan. Ich glaube aber dennoch macht es durchaus Sinn, dass man eben die Ressourcen, die das Land hat, nicht für Systeme einsetzt, die schon längst eingeführt sind, sondern dass man sich dann eben sehr genau anschaut, wie sieht die Landschaft aus und wie können wir Innovationen in die Landschaft tragen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, beziehungsweise wir haben uns im letzten Jahr auf den Weg gemacht. Wir haben ein bundesweit vorbildliches E-Government-Gesetz hier im Landtag beschlossen, aber nicht nur das E-Government-Gesetz, sondern wir haben auch ein Landesprogramm E-Government auf den Weg gebracht, wo auch ein Förderprogramm drin ist, das Kommunen im Bereich E-Government, Open Government und Open Data voranbringen soll. Dieses Jahr stellen wir dafür 2,5 Millionen Euro bereit im Landeshaushalt. Die gehen in eine Beratungsstruktur für Kommunen, die sich auf den Weg machen wollen in diesen Bereichen. Die gehen in den Aufbau von Servicekonten und die gehen auch, und das finde ich besonders wichtig, eben in den Bereich innovative Projekte zu fördern im Bereich E-Government bzw. Open Government oder auch Open Data. Dafür, alleine für diesen letzten Block, stehen 500.000 Euro bereit. Ich freue mich da sehr auf die Projekte, die da aus den Kommunen kommen. Die unterstützen wir sehr, sehr gerne. Für das, was Sie gerade neu entdeckt haben, gibt es aus unserer Sicht keinen Bedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Und für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Höhne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unbürokratische Angebote für die Bürger in diesem Land zu schaffen und vorzuhalten, das ist für uns Liberale ein Herzensthema. Und es steht für uns auch außer Frage, ganz egal von welchem Teil, Aufgaben oder Fachbereich wir sprechen, dass neue, aktuelle Technologien auch mutig zum Einsatz kommen müssen, um entsprechend die Bürger mit einzubinden, um gesellschaftliche Partizipation zu erleichtern. Und ein Teilbereich davon sind die Mängelmelder. Und die Mängelmelder sind an sich eine gute, sind eine feine Sache. Da hört es dann aber wahrscheinlich auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten, die wir seitens der Freien Demokraten mit dem Antrag der Piraten haben. Denn dass Mängelmelder eine gute Sache sind, das haben viele, der Kollege Bolte hat die Zahlen gerade genannt, viele nordrhein-westfälische Kommunen schon lange erkannt und haben entsprechend umgestellt, entweder mit einer App oder mit entsprechenden Online-Masken, und zwar mit viel Erfolg. In Bochum können die Bürger sowohl per Homepage als auch per App Mängel melden, und seit dem Start im Jahr 2014 sind schon rund 3.500 Meldungen eingegangen. Aber auch in kleineren Gemeinden Nordrhein-Westfalens, wie etwa in Rommerskirchen, werden Mängelmelder-Apps angeboten. Und das zeigt, dass von den Großstädten bis zu den kleinen Gemeinden bei uns im Land solche digitalen Instrumente schon lange genutzt werden. Daraus wiederum ist der Schluss zu ziehen, dass es keiner zentralen Planung durch das Land an dieser Stelle bedarf. Ganz im Gegenteil, die Vorteile einer dezentralen, einer eigenverantwortlichen Organisation, auch in diesem Bereich durch die Kommunen, liegen klar auf der Hand. Die Mängel werden direkt an die zuständige Abteilung gemeldet. Fehlerquellen lassen sich auch schneller identifizieren. Und das Angebot kann ganz individuell angepasst werden. Muss denn wirklich jede Kommune in Nordrhein-Westfalen auf die identische Mängelmelder-Plattform zurückgreifen? Oder kann es nicht für die eine oder andere Kommune auch sinnvoll sein, bestehende Online-Angebote, egal ob über die Internetseiten oder über die Apps, noch um Mängelmelder zu ergänzen? Sollen sich die Bürgerinnen und Bürger vielleicht eine einzelne App für jeden Fachbereich herunterladen, für den
für die Abfallwirtschaft, für die Kita-Öffnungszeiten, für die Öffnungszeiten der Bibliothek und dann noch für den Mängelmelder? Oder könnte es nicht vielleicht sinnvoll sein, so würde zumindest ich als Kommunalpolitiker argumentieren, das alles für die Bewohner der Stadt zusammenzufassen? Es braucht kein zentrales Angebot seitens des Landes. Das Wie, das Wo, das Wann, das Was, das wissen die Kommunen wie in ganz vielen anderen Bereichen doch deutlich besser als das Land und als die Piraten-Landtagsfraktion. Und, meine Damen und Herren, anstatt die Kommunen, die vielen Kommunen, die das schon heute gut einsetzen, für ihr Handeln zu loben, kommt ja dann sogar noch eine ganz pauschale Kritik in Ihrem Antrag vor. Ich zitiere: Bestehende kommerzielle Angebote verletzen den Datenschutz und werden von den Kommunen vielfach nicht akzeptiert. Also das ist ja nun ganz vorsichtig gesagt zu pauschal und in dieser Pauschalität ehrlicherweise auch unredlich. Meine Damen und Herren, viele Kommunen nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung schon heute. Viele sind da auf einem guten Weg. Eine Lösung für alle, das müssen wir an dieser Stelle hier weder beschließen, noch vorschreiben, noch umsetzen. Den Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank, Herr Kollege Höhne. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Antrag der Piraten geht auf ein wichtiges Thema ein. Es geht um das Verhältnis von Bürgern und Verwaltung. Das ist und bleibt eine Aufgabe, der sich alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen jeden Tag aufs Neue stellen müssen und auch stellen, gerade dann, wenn es um die Beseitigung von Mängeln geht. Keine Stadt, keine Gemeinde kann alle Mängel selbst bemerken. Deshalb sind Mängelmelder sinnvoll, was die Piraten hier vorschlagen, dagegen nicht. Sie lassen in Ihrem Antrag ein wichtiges Detail völlig außen vor. Viele Kommunen bieten diese Dienste bereits an, per Internet, per Hotline, per Internetseite oder per App. Und es ist gut so, dass sie es tun, nicht nur, weil es ihre klare Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung ist, sondern auch, weil ein landesweites System, wie Sie sich jetzt wünschen, vieles durcheinander bringen würde. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 396 Städte und Gemeinden, von der Millionenstadt Köln bis zur 4000-Seelen-Gemeinde. Jeder dieser Kommunen ist anders aufgebaut, mit anderen Strukturen, mit anderen Wegen innerhalb der Verwaltung. Ein landesweites System müsste allen Bedürfnissen gerecht werden. Es würde aber auch bereits vorhandene Mängelmelder ausbremsen. Das ist keine gute Idee. Jede Stadt, jede Gemeinde muss sich selbst die Frage stellen und selbst entscheiden, habe ich einen Bedarf, wo habe ich den Bedarf, wie werde ich diesem Bedarf gerecht. Die Nähe zum Bürger, meine Damen und Herren, ist die wichtigste Eigenschaft unserer Kommunen. Sie sollte auch in Ihrer Hand bleiben, und zwar passgenau, ohne große Blaupause. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, würden Sie noch einen Moment hier bleiben? Es liegt eine Kurzintervention des Herrn Kollegen Bayer von der Fraktion der Piraten vor, der auf dem Platz von Herrn Lambler sitzt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank auch, Herr Minister, dass Sie und auch die letzten beiden Redner festgestellt haben, dass der Bedarf tatsächlich da ist, nicht so wie es SPD und CDU-Fraktion dargestellt haben, und dass es eben nicht so ist, wie es vielleicht in der Bubble eines Kommunalpolitikers scheint, dass man alles ja schon wisse und man gar keine Eingaben bräuchte. Also es ist ein sinnvolles Instrument, und ich schließe an, es gibt die Initiative zu einheitlichen Behördenrufnummern, und genau das Gleiche ist jetzt unser Antrag sozusagen für die Mängelmelder. Natürlich ist uns bekannt, dass Mängelmelder bereits existieren, habe ich auch eben in meiner Rede gesagt, auch die Unterschiede, die es da gibt. Und es gibt auch Vorteile, viele Vorteile, die Vernetzung, die Zugänglichkeit, die für eine landesweite Unterstützung, für eine landesweite Schnittstelle betreffen. Das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist, innerhalb einer kommunalen App diese Mängelmelder zu integrieren. Bitte schön, Herr Minister. Herr Bayer, wir reden dann da vorbei. Ich will es an Beispielen deutlich machen. In meiner Heimatkommune Duisburg ist eine Hotline geschaltet, wo Bürgerinnen und Bürger bei den städtischen Entsorgungsbetrieben jede wilde Müllkippe melden können, die innerhalb von 24 Stunden beseitigt wird. In meiner Stadt Essen ist das völlig anders organisiert. Da wird nämlich nach meinem Kenntnisstand nicht die Entsorgungsbetriebe anzurufen. In der Gemeinde Frauenkron in Dahlem, da wohnen zufälligerweise meine Schwiegereltern in der Eifel,
Da kennen die den Bezirksbürgermeister und den rufen die den an und sagen, wo Mangel besteht. Damit wird klar, unterschiedlichste Kommunen, unterschiedlichste Wege, unterschiedlichste Bedarfe. Es macht überhaupt keinen Sinn, an der Stelle kommunale Selbstverwaltung aufzulösen oder ein landesweites System überzustülpen. Das wäre nicht mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger, sondern weniger. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir kommen damit zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksache 19001. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, die Grünen, der FDP-Fraktion, bei Zustimmung der Fraktion Piraten und bei Enthaltung des Abgeordneten Schwert. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.